So, wir gucken mal. Jetzt sind natürlich eine Menge Leute bei uns. Ja, und wir sind jetzt quasi hinter denen. So, wir sind hinter denen, die sind nicht mal in der Box gewesen. Heißt, vielleicht machen wir sogar noch einen Stop und fahren die schnellste Runde am Ende oder so. Ich weiß es nicht. Denn eine Minute Vorsprung brauchen wir ja auch nicht. Also wir müssen unbedingt gucken. Ich bin mir, wie gesagt, nicht so sicher, ob das so gewollt ist oder nicht. Da müssen wir dringend eruieren, denn in der Karriere läuft es garantiert nicht so. Das kann ich versprechen. Ja, 330 klappt doch. Boah, alle hier nebeneinander. Entschuldigung, ich will es mir nochmal angucken. Kein Replay, also kein Zurückspulen, sondern nur Replay quasi. Also ich will zurückgucken. Review, ich weiß nicht, wie man Rückspulen auf Englisch nennt. Okay, das war schon... Das war nämlich nicht ohne. Das war schon gefährlich. Ich wollte nochmal sehen, wie es aussah. So, Alex Albon ist vor uns. Schaut mal, wie langsam die sind. Das ist unglaublich. Fast eine Kollision auch noch. Wie gesagt, bietet sich an, vielleicht dann nochmal eine schnelle Runde zu fahren. So eine richtig schnelle. Wäre ja auch irgendwie cool. Leclerc in der Box. Ja, und damit sind wir Führende, ja. Und eine neue schnellste Runde. 1:34,6. Nö. Oh, wir haben... Ich dachte, wir sind deutlich schneller, ehrlich gesagt. Hier müssen wir aufpassen. Hier gab es eben die Verwarnung. Ja, wir können theoretisch gesehen übrigens durchfahren. Nur mit so einem riesen Vorsprung macht es dann natürlich auch keinen Spaß. Das ist auch der Grund, warum ich gucken will, ob man die KI doch jetzt mal irgendwie schwerer stellen kann. Denn wir wollen ja auch Spaß haben, ne? So. Hier schön rum. Ja, für alle, die jetzt gerade nicht die Formel 1-Saison schauen, kann ich nur empfehlen, schaut sie euch an. Es überträgt sie Sky, es überträgt sie RTL, manche Rennen. Ansonsten könnt ihr sie auch in Österreich gucken, wenn ihr ORF oder Servus TV habt. Ihr könnt sie in der Schweiz gucken, in Schweizer Fernsehen. Ja, es gibt genug Möglichkeiten. Schaut es euch an. Ich selber, ich kann euch mal einen kleinen Tipp geben. Ich benutze dafür NordVPN, also NordVPN. Ich habe jetzt keine Kooperation oder dergleichen. Ich bin viel zu klein auch dafür. Aber ja, ich kann es nur empfehlen. Es ist echt gut und man kann da alles ohne Probleme gucken. Einzige, was ein Manko ist, es gibt eine Versetzung von 30 Sekunden ungefähr. Also live ist eh nie live. Es gibt immer so, naja, bei Nicht-HD-Bildern ungefähr 8 Sekunden oder ja, halt bei einfachen HD-Bildern so 8 bis 10 Sekunden und ja, und dann durch die... Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 36,5 Sekunden. Ich glaube, wir fahren die Box. Wir machen das wirklich. Komm her. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Auf jeden Fall gibt es immer eine kleine Verzögerung. Das ist auch völlig normal. Das ist auch, wenn ihr normal Fernsehen guckt. Durchs Internet ist sie ein bisschen größer. Und wenn man über Server guckt, dann über andere Server ist natürlich nochmal eine Verzögerung da, ist klar. Darum, ich gucke die Vorberichte immer bei Servus TV oder bei ORF. Und ich finde, die machen das sehr gut. Und die... Das Rennen, also Vor- und Nachberichte und die Rennen selber schaue ich dann immer bei Formel 1 TV. Wir leben mit Fehlern, haben wir gesagt, ne?
das hat richtig Zeit gekostet und das schauen wir uns mal an. Auf jeden Fall, weil ich so viel quatsche, ne? Auf jeden Fall, ja, lohnt sich das. Ah, wir sind hier auf den Körb gekommen. Guck mal hier oben. Hier kann man das gut sehen. Wir sind vorne eine Körbstufe höher als hinten und dadurch rutscht das Heck darum und dann kann man das nicht mehr abfangen. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, NordVPN oder halt F1TV. Wobei, ich glaube, F1TV kann man hier abschließen. Ich habe das schon ewig. Darum läuft das weiter. Das war irgendwie cool. Das schaue ich mir nochmal an. Ich finde es halt ganz witzig, wie das hier so war. Wir hätten hier auch abkürzen können. Wäre das gleiche gewesen. Auf der Straße kommen wir raus. Auch cool, wie man das hört. Wim, wim. Haben die davon irgendwas mitgekriegt? Nö, ne? Nee, die sind viel zu weit weg. Ja gut, in Führung werden wir jetzt nicht mehr sein. Aber das müssen wir ja auch nicht. Wir werden uns die schon noch holen. 24 Sekunden. Das wird gleich weniger werden, wenn die an der Stelle kommen. Dann wird es rapide weniger werden. 24,5. Und jetzt kommen sie an der Stelle hin. Und das sind 17. Ne? Und da sieht man krass, wie man verloren hat an der Stelle. Und wir werden an dritter Stelle wieder rauskommen. Fahr raus, fahr jetzt raus. Ja, dritte Stelle ist realistisch. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Oh, oh, weiße Linie, aufpassen. Ja, und jetzt heißt es, wir müssen da wieder rankommen. Aber da wir die weißen Reifen haben, soll das überhaupt gar kein Problem sein, denn die sind richtig schnell. Halten nicht lang, aber sind sehr, sehr schnell. Und was man für einen Grip hat, unglaublich. Sehr gut, reife Leistung. Ich weiß, danke, danke. So, und DRS ist an. 330, 333 ist unser Topspeed. Und wir haben bessere Traktion, wir kommen besser raus, weil wir haben die weichen Reifen. So, da sind wir natürlich wesentlich schneller mit, wenn die frisch sind. Ja, ist schon cool. Und jetzt können wir unsere Zeit pulverisieren. 1,35 werden wir nächste Runde sehr wahrscheinlich schlagen. Das Schöne ist, es ist ein Setup, was ich kenne. Also es macht mir Spaß, damit zu fahren. Das ist so mein Fahrgefühl. Da, wie gesagt, schaut nach diesem Pizza irgendwas in den Setups. Der macht wirklich gute Setups. Die Kurve haben wir ganz schlecht gekriegt. So. Trotzdem wird es eine Bestzeit werden. Ist ja logisch. Mit den frischen Reifen. Auch wenn das besser geht. Ah, aber 10% schon abgenutzt. Also wäre schon wichtig. Jetzt haben wir bestimmt schon 6, 7 Zehntel locker verloren. So, aber jetzt werden wir deutlich... Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Jetzt werden wir deutlich einen Schub haben bei der Zeit. 8 Zehntel. Und ich bin mir sicher, wie gesagt, 6 Zehntel haben wir vorher schon verloren. So, hier Konzentration, das ist die Stelle von eben. Hier ist der Curb. Auch hier ist so ein Curb, der erhöht ist. Da muss man schon aufpassen, die sind ein bisschen tricky. Und jetzt Gummi geben. 1,35,3. Mal gucken, was geht. Wie gesagt, wäre noch besser gegangen, aber es ist okay. 1,33,4. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, da geht noch mehr. Da geht noch deutlich mehr, aber das passt.
über diese komischen Knubbels gefahren. So, obwohl die Reifen älter sind, schaut euch mal an, machen wir schon wieder Minus. Tja, und jetzt müssen wir die Energie sparen. Und schaffen knapp 310 halt nur noch. Oh, 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 das war auch knapp. Eine Verwarnung haben wir. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass da nicht noch mehr gibt. So, hier kann man voll durch. Und hier kann man sich schön reinlegen. Ich habe nicht gesehen, es ist grün. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet, ehrlich gesagt. Aber hier sind wir wesentlich besser rum als vorher. Und auch hier sind wir besser raus. Also ich glaube, es wird eine neue Bestzeit geben. Hier innen bleiben, innen. Oh, nicht so weit innen. Diese Curbs sind echt gefährlich. Und Gummi geben, Gummi. 1,33 würde ich gerne knacken. Das wäre schön. 1,32, nein! Ach, knapp. Aber vielleicht jetzt nochmal. Wir können ja nochmal alles hier kompensieren. Eieiei, zweite. Und bei der dritten gibt es, glaube ich, oder nach der dritten, bei der vierten, ich bin mir nicht sicher, gibt es da eine Strafe. 31.000stel. Das reicht nicht. Das kann man jetzt schon sagen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir müssen auch aufpassen, wie gesagt, wegen Bestrafung. Hier eng fahren. Eng fahren. Hoffen auf eine neue Bestzeit. 6.000stel nur noch. Wir haben Zeit verloren. Uns ging der Saft auf der Geraden aus. Das war ein echtes Problem. Früh raus beschleunigen. Hier eng fahren. Nochmal alles riskieren. Wir schauen mal, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich wünschte mir, es würde diese kleinen Sektoren noch geben, das wäre ganz cool. Na, es gibt in der Formel 1 noch so Mini-Sektoren. Und wir gucken mal, 1,33. Ne, langsamer, deutlich, die Reifen waren down einfach. Du hast es geschafft, sehr gut. Yeehaw, sehr schön. Wir durften heute spannende Duelle hier auf dem Paul Ricard Circuit erleben und es endet mit einem spektakulären Finale. Für die großen drei ist alles beim Alten, aber im Mittelfeld gab es hier in Frankreich ein bisschen Bewegung. Das war auf jeden Fall ein viel besseres Ergebnis von Racing Point. Sie sollten eigentlich öfter so gut mithalten können. Wenn die Form stimmt, können sie es mit jedem der Teams im Mittelfeld aufnehmen. Was sie heute klar bewiesen haben. Das Team von Racing Point wird sehr froh über die heutige Leistung und das Endergebnis sein. Sie haben exzellentes fahrerisches Können und Teamarbeit gezeigt und einen wohlverdienten ersten Platz geholt. Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Aiden, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es aufs Treppchen geschafft. Das war ein fantastisches Ergebnis für Sie und Ihr Team. Wie fühlen Sie sich dabei? Ja, es war Team, ne? Wir sind so ein Teamplayer. Es war eine Teamleistung. Ich sitze nur am Steuer. Das war ein fantastisches Ergebnis heute und ich finde, wir haben es alle verdient. Ich freue mich nur, dass ich das fürs Team nach Hause fahren konnte. Also, das war wirklich ein tolles Ergebnis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das hier Ihre erste Saison in der Formel 1 ist. Würden Sie sagen, Sie haben sich hier jetzt eingewöhnt? Für mich war es noch nie ein Problem. Änderung. Ja, das ist gut. Ja, ich würde sagen, eingewöhnt. Man muss sich schon eingewöhnen. Aber es gibt ja immer diverse Hindernisse und man weiß nie, was einen als nächstes erwartet. Veränderungen sind immer schwierig, aber ich glaube, ich habe mich eingewöhnt. Das Team scheint zufrieden zu sein.
Es gibt also derzeit keine Spannungen im Team? Wir konnten alle sehen, dass Sie und Kaspar im bisherigen Verlauf der Saison auf Konfrontationskurs waren. Liegt das jetzt hinter Ihnen? Puh, das können wir auf keinen Fall nehmen. Das finde ich ganz gut. Ja, kein Kommentar. Wir äußern uns zu sowas nicht, oder? Wir wollen es ja nicht anstacheln. Darauf kann ich nicht näher eingehen. Ich denke, das wird schon, aber mal sehen, wie es sich entwickelt. Klasse, das war dann alles. Voll der Zoom. Jackson hat beim Grand Prix von Frankreich eine solide Leistung abgeliefert und die Position von Racing Points als ernstzunehmender Gegner der vielen Teams im Mittelfeld der Formel 1 gefestigt. Sehr zur Freude der Teamleitung und der Fans. Brian Dolly, ja okay, brauchen wir nicht. Jackson findet Form in Frankreich. Vettel gibt Ausstieg bei Ferrari bekannt. Ja, er wurde rausgeschmissen, weil Ferrari doof ist, weil es ein Schrottteam ist, ganz einfach. Also wie die mit denen umgegangen sind, boah. Brian? Aiden, nur damit du Bescheid weißt, wir haben eine Teambesprechung in 20 Minuten. Kein Problem. Wir wollen nur unsere Strategie besprechen, solange die Erinnerung an das Rennen noch frisch ist. Alles klar, wir sehen uns dann. Und bei der Gelegenheit wollte ich nur sagen, du bist heute gut gefahren. Ich bin beeindruckt. Das höre ich gern. Danke, Brian. Sagen wir mal, es wurde zur Kenntnis genommen. Gute Arbeit, Junge. Wir sehen uns in der Besprechung. Wir waren noch nie in einer Besprechung, ich verstehe es nicht. Das wäre schön, wenn wir dabei wären. Ja, Ferrari und Vettel, ganz ehrlich. Mom. Hi, Mom. Hallo, Aiden. Ich wollte nur sagen, gut gemacht, wie immer. Alles okay? Danke, Mom. Ja, alles okay, besser als okay. Ich glaube, ich war heute richtig gut. Das habe ich auch gedacht. Die Nachbarn können es bezeugen. Ich habe ziemlich laut gejubelt. Oh, nicht schon wieder. Ich bin richtig stolz auf dich, Aiden. Hey, bald geht's nach Silverstone. Heißt das, du kommst für ein paar Tage nach Hause? Denke schon. Ich versuche für ein, zwei Tage vorbeizukommen, entweder vor oder nach dem Rennwochenende. Silverstone. Das war immer die Lieblingsstrecke deines Vaters. Ich weiß. Du kommst immer noch zum Rennen, ja? Als VIP? Auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht entgehen. Es wäre nur schöner mit Begleitung, weißt du? Ja, ich weiß. Aber ich werde ja auch da sein. Ich freue mich schon drauf, dich zu sehen. Ich auch. Naja, ich will dich nicht länger aufhalten. Du willst bestimmt feiern. Wie gesagt, gut gemacht. Hab dich lieb. Ich dich auch, Mann. Bis bald. Oh je, das will man. Hab dich lieb und so. Oh je. Naja, was ich sagen wollte ist, ja, die Geschichte bei Ferrari letztes Jahr, boah. Das war echt übel. Und Ferrari hat da wirklich alles verspielt. Nichts, dass sie sich trennen wollen oder was weiß ich nicht was, ist ja auch okay. Da hätten die das, ja, das hätten die vielleicht ein bisschen anders kommunizieren sollen und mit Vettel auch ein bisschen ehrlicher umgehen sollen. Aber ich muss auch sagen, Harry Potter beziehungsweise Binotto, ja. Nein, also Ferrari, nein, mag ich überhaupt nicht mehr. Wie gesagt, geht mir nur um den Umgang. Ich glaube auch Ferrari allgemein, ich war noch nie so ein mega Ferrari-Fan. Schumacher-Zeit, ja, Ausnahme, aber eigentlich bin ich nicht so der Ferrari-Fan, weil ich finde, sie haben viel zu viele Sonderstellungen, Sonderrechte und ehrlich gesagt freue ich mich, dass sie nicht die Meisterschaftstitel so wie Mercedes in Folge holen. Auch wenn ich kein Mercedes-Fan bin, weil das hat andere Gründe, kann ich gleich sagen. So ist es trotzdem schön, wie gesagt, dass sie nicht davon profitieren, dass sie so viel Macht und so in der Formel 1 haben. Gefällt mir halt nicht, Vetorecht, Schummeleien, Betrügereien am Motor, das muss man sich mal überlegen, das wird nicht öffentlich gemacht, das Team, es tut mir leid, ein Betrugsteam kann ich nicht gut finden, ist einfach so, Punkt. Jetzt kann man sagen, boah, du kannst dir doch nicht Betrug vorwerfen, ist nicht bewiesen. Ja. Es war sowas von dunkel-dunkelgrau, Betrug, ja, vielleicht sollte man es nicht sagen, aber es war nicht sportlich fair, was sie da gemacht haben und somit ist die Frage, ob der Geist
des Reglements überhaupt gewahrt worden ist. Aus meiner Sicht halt nicht, und dann ist das meine persönliche Meinung. Warum mag ich Mercedes nicht? Das wird vielleicht der andere auch fragen. Schreibt ihr immer gerne in die Kommentare, welches Team ihr toll findet und warum. Und welches ihr vielleicht auch nicht mögt und warum ihr es nicht mögt. Auch das ist ja interessant. Ich erzähle ja auch gerade, man hat Sympathien und Antipathien. Und bei Mercedes ist so ein bisschen die Antipathie, dass... ja, sie sind in England. Sie verkaufen sich als deutsches Team, sitzen aber in England. Und ich finde, sie bevorzugen englischen Fahrer zu sehr. Es stört mich nicht, dass ein Engländer gewinnt oder so. Ne? Ist alles gut, wenn er der Beste ist und so, ist alles in Ordnung. Nur in den letzten Jahren, ich weiß nicht so genau. Also hat mir nicht so gefallen. Als Motorhersteller fand ich Mercedes und Formel 1 immer cool, immer toll, schon damals in den McLaren-Zeiten und so, also 90er Jahre, seitdem ich schaue und so, fand ich immer toll, hab mich immer gefreut für den Motor, aber jetzt so ein Team in England und das als deutsches Team verkaufen und ein englischer Fahrer, der so gehypt wird, und ich weiß nicht, das ist alles, gefällt mir nicht so, und ich bin, weiß ich nicht. Und dieses Tiefstapeln immer, das mag ich auch überhaupt nicht von Toto Wolff, das ist... Naja, ist wie gesagt schwer. Schreibt gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das seht. Stört euch auch Tiefstapel Toto oder nicht? Wir schauen uns mal Streaming-Tipps an. Geschwindigkeit von Einstellung, Übertragungsraten direkt überprüfen. Mit unserem gratis Online-Rig-Checker. Toll für Streamer unter... Was? Toll für Streaming unterwegs. Jetzt auf unserer üblichen Seite erhältlich. Aha. Okay, aber ansonsten ist jetzt niemand, den ich kenne oder so. Bist klasse gefahren. Das nehmen wir jetzt nochmal alles hier mit. Umgang mit der Presse. Ich habe gerade nicht viel mit dir gesehen und wollte nur Danke sagen. Ah, guck mal. Ich weiß nicht. Gibt. Ja. Gut, dass wir keinen Kommentar gegeben haben. Das stimmt. Wenn du nichts Nettes sagen kannst, sag lieber nichts. Das ist. Wow. Den Satz muss man sich fürs Leben merken. Okay. Wir können die Belohnung noch eintauschen. Und es gibt ordentlich welche. Sehr schön. Und dann... Wir haben hier Menü. Einstellungen. Nö, es gibt keinen Schwierigkeitsgrad. Naja, das ist halt ein bisschen doof. Müssen wir mit leben, dass es so leicht ist noch. Das wird sicherlich bald geändert. Vier, aha, vier Logo sogar richtig. Ja, ich würde mich an dieser Stelle einfach mal verabschieden und sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, und bis dahin bleibt mir gewogen. Lasst vielleicht ein Abonnement da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich riesig freuen, und schreibt fleißig Kommentare. Das finde ich richtig, richtig, richtig cool. Bis zum nächsten Mal, euer Zellron. Macht's gut.